Die olympische Flamme hat ihr Ziel nach langer Reise fast erreicht. Am Vortag der Eröffnungsfeier durften sich IOC-Präsident Thomas Bach und UN-Generalsekretär Ban Ki-moon als Fackelträger beweisen und die besondere Atmosphäre genießen. Es ist sehr aufregend, die Leute und ihre Emotionen hier zu sehen, wie sie nach der Fackel greifen wollen, wie sie deine Hände schütteln wollen. Man kann förmlich sehen, wie sich die olympische Atmosphäre aufbaut. Und du weißt genau, dass schon bald das wahre olympische Fieber hier in Sotschi angekommen ist. Am Freitag wird das Fieber seinen vorläufigen Höhepunkt erreichen, wenn die Fackel im Fischt Olympic Stadium die Winterspiele offiziell eröffnet.